Wie ernähren sich Menschen in anderen Ländern? Wie kann man fairen Handel unterstützen? Unter dem Titel Fairness auf dem Teller informierten die Referenten von Südwind Niederösterreich Süd die Schüler im Gymnasium Schwechat über die Welternährungssituation. Die Antworten verteilt sie jetzt in der Gruppe. Jeder eine Antwort bekommt. Und dann deckt sie abwechselnd eine Frage auf und lässt es laut vor und versucht die Antwort. Was hat Sie dazu bewegt, dass die Schule das hier so anbietet? Grundsätzlich ist die Zusammenarbeit schon einige Jahre in verschiedenen Bereichen. Und der Anlass ist wie meistens Lehrer, die aufgrund verschiedener Projekte oder Projektideen einen Partner suchen, dann tätig werden und sich einen Partner suchen. Und Südwind bietet halt sehr vieles Verschiedenes an und da kommt es dann zu diesen Kooperationen und Projekten. In unserem Workshop beschäftigen wir uns mit dem großen Thema Hunger und Ernährung. Also wir schauen uns einfach an, was es für verschiedene Speisen auf der Welt gibt, wie viel Leute Essen zur Verfügung haben und wir versuchen das ein bisschen in Relation zu bringen mit dem, was wir hier in Österreich haben und schauen uns an so Themen wie Fairtrade, auf verschiedenen Stationen. Also wir schauen uns einfach an, was das Thema Hunger eigentlich mit mir oder mit uns hier in Österreich auch zu tun hat. Was lernst du heute bei diesem Workshop? Wir lernen noch über unseren jetzigen GWK-Stoff. Was ist denn ein GWK-Stoff? Geografie und Wirtschaftskunde, also das, was wir jetzt gerade im Unterricht lernen. Man lernt neue Sachen, wie viel die Leute in der Welt essen und es fasziniert einem schon, dann, wenn man sieht, wie wenig und wie viel andere Leute essen. Wer isst denn zum Beispiel besonders viel? Die Deutschen. Also ich habe jetzt gerade bei diesem einen Tisch gelernt, dass 25% der Weltbevölkerung leben in Europa, aber wir verbrauchen 75% der Getreideproduktion der weltweiten. Und das ist schon ein enormer Faktor und es gibt genug Menschen, die hungern auf dieser Welt und es ist eine Ungerechtigkeit da eigentlich und ein großes Verteilungsproblem. Also globale Verantwortung, die muss man im alltäglichen Handeln auch wahrnehmen, dass man weiß, das, was ich einkaufe, das, was ich konsumiere, das hat auch Konsequenzen für andere Menschen. Wie kann ich denn fair einkaufen und vor allem, wie kann ich sicher gehen, dass es auch fair ist? Das lernen wir auch in dem Workshop, wobei es sehr interessant ist, dass die Kids ein sehr großes Vorwissen schon haben, jetzt gerade auch in Bezug auf das Thema Fairtrade. Von der Schule oder von zu Hause her? Das wäre interessant rauszufinden. Ich weiß, wir haben den Workshop schon in einer anderen Schule gemacht und da war es so, dass in der Schule selbst zum Beispiel Fairtrade-Schokolade verkauft wird. Das heißt, die Schule ist aktiv dahinter. Zu Hause ist es wahrscheinlich eher so, dass sie es dann zu Hause auch anwenden. Ich sage den Kids auch immer, wenn sie einkaufen sind zum Beispiel, sollen sie mal schauen, was eigentlich auf den Verpackungen oben steht, von wo die Dinge sind. Und also dieses Thema Fairtrade, auch mit dem Logo, das ist schon sehr, sehr, sehr bei den Kids bewusst, also die wissen schon. Wie gefällt dir denn der Workshop? Sehr gut, also ich lerne extrem viel dabei und ja, ich werde es auch mal meinen Eltern sagen, dass sie mehr achten sollen, was sie einkaufen, von wo es kommt und wie es produziert wurde. Ich werde ihnen erzählen, dass wir mehr Fairtrade-Produkte kaufen sollen und dass wir mehr Produkte kaufen sollen, die nicht so viel Verpackung haben. Habt ihr das vorher auch schon gemacht oder habt ihr da Kritik an eure Eltern zu wenden? Naja, manchmal haben wir. Was werdet denn ihr euren Eltern heute erzählen, wenn ihr heimkommt vom Workshop? Dass wir nur noch faire Sachen kaufen, weil es gerechter ist für die Menschen, die dann arbeiten und die das Obst, also die das Obst ernten und anbauen. Wie esst denn ihr zu Hause so? Habt ihr das Gefühl, dass ihr da recht fair esst? Ja, eigentlich schon, weil meine Eltern kaufen immer das Obst und Gemüse, das in der Nähe angebaut wurde und nicht weiter weg. Bedeutet fair einkaufen, dass es teurer sein muss unbedingt? Muss nicht unbedingt sein, aber es ist schon so dieser Hintergedanke, dass wenn ich etwas einkaufe, wo ich weiß, von wo das ist, dass ich einfach auch damit rechne, dass es einfach auch ein bisschen mehr kostet, weil ich eben auch weiß, der Bauer, der das dann produziert, kriegt einen gerechten Lohn, er kriegt ein Geld, er ist versichert, er kann seine Kinder in die Arbeit schicken. Also meistens ist es schon so, dass es mehr kostet. Ja. Die Stadt Schwechat ist ja eine Klimabündnisgemeinde. Was bedeutet das? Das bedeutet auch, dass wir hier vor Ort Maßnahmen setzen, um dem Klimawandel entgegenzuwirken auf der einen Seite und auch eben diese globale Verantwortung für andere Menschen wahrzunehmen. Das ergibt sich eben durch den Klimawandel, aber das ergibt sich auch da,
raus, was wir tagtäglich konsumieren. Im Moment müssen wir uns wieder ein bisschen beim Schippel nehmen, was Klimabündnisverantwortung anbelangt. Also vorher wurden ja aus Sparmaßnahmen sämtliche Umweltförderungen gestrichen. Mein Ziel wäre schon, und ich hoffe, dass das gelingt, so viele Budgetmittel zu haben, dass wieder der Einzelne einen Ansporn bekommt, bei sich zu Hause klimaschonende Maßnahmen zu setzen.